das ist ja natürlich wahrscheinlich nur für PC, ja, ne? Richtig, erstmal schon. Ja, okay. Vielleicht erstmal so ein bisschen was Allgemeines. Was ist denn das für ein Spiel? Das sieht erstmal ganz geil aus. Irgendwie Weltraum, irgendwie Long Journey Home. Der Titel sagt schon, es wird auf jeden Fall eine Odyssee werden wahrscheinlich durch den Weltraum. Genau, richtig. The Long Journey Home ist ein Roguelike-Spiel, ähnlich wie Pirates. Ein paar alte Hasen werden sich vermutlich noch erinnern. Pirates, Star Control zum Beispiel. Ja. In 2D-Manier sich durch Erkundungen, durchkämpfen. Auch, wie schon gesagt, mit entscheidungslastigen Inhalten. Und halt sehr hübsch gemacht, was grafisch angeht. Und auch Storytelling, was bei Daedalic ja sehr ausgeprägt ist, auch hier voll auf seine Kosten kommen kann. Ja, das ist jetzt erstmal vielleicht der richtig wichtige Hinweis. Also es ist ein 2D-Spiel, ist ja erstmal ungewöhnlich, aber bei Daedalic tatsächlich irgendwie, also nicht komplett unerwartet, wenn man sie denn kennt. Genau. Und ja, ich bin gespannt auf die Storys. Da haben wir natürlich einiges Gutes schon rausgehauen in der Vergangenheit. Gab es auch hier schon einiges von zu sehen. Und der Titel ist jetzt aber brandheiß. Genau. Der ist quasi noch jetzt, nicht raus. Jetzt noch nicht erhältlich. Und also genau. Wir zeigen ihn euch schon. Richtig. Am 30. Mai wird dieses Spiel für PC veröffentlicht und wir gucken im Vorfeld einmal rein. Ganz wichtig noch dazu zu sagen, das Spiel spielen wir auf Englisch. Deswegen nicht wundern, wir versuchen unsere Übersetzungskünste so gut es geht zu demonstrieren. Simultan. Ja. Übersetzen wir. Xalf! Grüße dich. Na? Der Xalf. Xalf ist schön, der grüßt mich immer. Der sagt, ich sehe aus wie Thomas Eichhorst. Kennst du Thomas Eichhorst? Nein. Niemand kennt Thomas Eichhorst. Aber es ist okay. Ja, wunderschön. Ich bin super gespannt drauf. Und du hast schon, wie viele Spielstunden hast du ungefähr schon? 8 bis 10 ungefähr. Acht ich habe das Spiel seit 2-3 Tagen. Okay, also alles, was wir jetzt sehen, hast du schon erlebt. Das heißt, nein. Das nicht. Das okay? Eben nicht. Das ist nämlich das Interessante. Das Spiel ist jedes Mal, wenn ihr es neu startet, es kommen neue Rassen dazu, um so viel schon mal vorab zu verraten. Es gibt immer ein neues Spiel zu entdecken, deswegen Roguelike. Man soll das öfter spielen. Das ist ganz wichtig dabei noch zu sagen. Das heißt, kein Spiel gleich dem, was ihr davor gespielt habt. Deswegen Versagen ist okay. Okay, alles klar. Es kam gerade noch mal die Frage, wer ist denn der Typ neben dir? Das ist David von Let'sPlays.de. Was, der Typ? Ja. Hallo. Ja, ich bin's. Wir haben uns als Experten heute reingekauft quasi hier. Genau. Genau, der hat eben The Long Journey Home mitgebracht, denn du hattest du hast nachher noch eine Long Journey Home von hier wieder. Ich habe gleich wieder eine Long Journey Home, genau. Aber jetzt erstmal genießen wir die. Dann lass uns doch einfach mal reinstarten in das Spielchen. Würde ich auch sagen. Und uns von der Story fesseln lassen. Ich bin gespannt. Also, ich würde mal sagen, Optionen sind soweit alle klar, Achievements, weiß jeder, was mit gemeint ist. Wir fangen an mit einer Jump Mission, mit einer Sprungmission. So. Alles klar. Gut. Zu Anfang geht es darum, bei The Long Journey Home eine Crew auszuwählen. Dafür habt ihr 10 Personen insgesamt, alle mit einer eigenen Persönlichkeit, mit Fähigkeiten, was ganz wichtig ist. Ah. Und ihr seid limitiert auf 4 Spieler. Also lässt sich da schon mal vermuten, man muss es mehrmals anspielen, um wirklich das volle Potenzial dieses Spiels auszuschöpfen. Ahaha, alles klar, da ganz ist schon ein Mehrspiel-Spaß mit drin, ne? Ganz genau. Okay, dann lass uns die nochmal angucken, die Kollegen. So, wir haben hier zum Beispiel Siobhan Hartigan. Sie ist Archäologin. Aha. So, das ist, bei allen diesen Personen haben wir den Beruf dieser Person unter dem Namen stehen. Wir haben zum Beispiel Malcolm, der ist ein Testpilot. Dann haben wir Alessandra, ein Ingenieur, eine Ingenieurin. Mhm. Dann die Ash. Botaniker. Genau, der Botaniker. Dann haben wir einen theoretischen Physiker. Aha. Benoit. Ist ja schon die Französe. Bon. Dann Kirsten als Astronautin, dann ein Forscher, den Nikolai, dann ein Mission Planner, ein Missionsplaner, auch wirklich so übersetzt, die Miriam und dann den Corporate Executive, den, wie kann man sowas sagen? Corporate Executive ist sowas wie von einem Unternehmen abgestellt, um zu gucken, ob sein Projekt, in das er finanziert, auch Gewinn abwirft. Ja, es ist ein wie sagt man? Ein Dings. Ja? Genau der. Ein Dings. Wir nennen ihn einen Gesandten. Das ist nicht das richtige Wort, aber es genau. Ist okay. Simon ist der Gesandte. Executive.
Weiß schon. Der Executive ist meistens dann die ausführende Kraft, ist CEO. Wie also, es schon heißt. Genau. Ja. Und als letztes, last but not least, haben wir Zoe, die Civilian Observer da. Aha, okay. Genau. Die ist Zivilistin. Die ist ausgewählt worden, genau. Weil hinter jeder Person verbirgt sich eine Geschichte. Wenn wir, glaube ich, alle im Detail aufklären wollen, dann brauchen wir dafür ein bisschen länger, als wir veranlagt haben. Daher die Schnellfassung. Jede Person, jeden Charakter, den wir wählen können, hat zudem noch einen Gegenstand bei sich, den er mit aufs Schiff bringt. Bei Sioban ist es hier ein Kristallschädel, den sie gefunden hat, vermutlich außerirdischer Art. Bei dem Malcolm zum Beispiel ist es ein Lander-Reparaturset, was wir verwenden können, nützliche Gegenstände, eine Toolbox zum Beispiel, um auch Gerätschaften zu reparieren. Dann haben wir sowas wie die Pflanze von Ash. Aha. Was uns das bringt, weiß man nicht genau. Topfpflänzchen. Das ist immer ganz interessant zu wissen oder herauszufinden innerhalb des Spiels. Wir haben die weiße Pille von Dr. Benoit. Wo auf dieser Pille draufsteht, for Benoit's use only signed Mr. Dr. B. Verdier. Okay, vielleicht kann also, er sich damals damit er kann einmalig ver. Irgendwie sowas. Nehmen. Auf jeden Fall kann nur er diese Pille nehmen. Dann hätten wir zum Beispiel ein Reparaturset für die Schiffshülle, das ist auch ganz wichtig. Das klingt gut, ja. Dann haben wir ein Gegengift für kleinere Käfer. Wir haben ein Notfall-Hilferuf-Signal und Salvage Kit ein. Rezept irgendwie, oder? Salvage Kit ist tatsächlich Rex zum. Okay. Genau, da können wir Ruinen oder andere Sachen mit besser looten. Aha. Und zum Schluss Zoes Laptop. Und auf Zoes Laptop ist ihr Blog drauf, Zoe Trope, über den sie berichtet. Das sind diese interessanten Gegenstände, von denen man jetzt nicht weiß. Zum Beispiel bei Zoe zum Beispiel, brauchen wir das? Oder? Mit wie vielen von denen hast du schon gespielt? Ich habe tatsächlich. Oder nur mit einem Team nur? Ich habe mit mehreren Teams gespielt, aber auf jeden Fall war immer Malcolm dabei, weil mir dieses Reparaturset für den Lander ganz wichtig war und weil er halt ein Testpilot ist. Also ich denke mir, wenn jemand das Ding fliegen sollte, dann noch der Malcolm. Okay, das heißt, er ist schon mal so dein Boss in der Runde, ja, dein Captain. Auf jeden Fall eine feste Instanz, die ich mit reinnehmen würde. Und wenn wir auf den Gegenstand klicken, jetzt leuchtet der auch. Genau, dann leuchtet der hier auf und wir können 3 weitere Member nehmen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wen wir noch mit reinnehmen können? Fällt euch da irgendwas zu ein? Sehr gute Idee. Ups, also. Kann gerne. Wünsche, Vorschläge, wir wären offen. Vielleicht darf ich ja auch gleich noch einen. Ja, gerne. Ash werden hören viele, okay? Ja. Also, die wollen alle die Hauspflanze sehen. Und sie heißt Gwendoline. Sweet, sweet Gwendoline. Ich hätte ihn jetzt direkt spontan kombiniert mit der Anti-Käfer-Tante, damit die. Ja, stimmt, dann können die sich gegenseitig, ne? Damit die. Oder ist ein Typ, okay, aber jedenfalls die Anti-Käfer-Geschichte, damit der die Top-Pflanze beschützen kann. So ein bisschen. Was hältst du davon? So als Überlegung. Könnten wir reinnehmen, ja? Okay. Nikolai. So, und ist jetzt ja auch ein Forscher. Und jetzt noch einen Neil. Den Ash haben wir. Wer kann denn noch? Wer will denn noch? Miriam mit dem Hilferuf. Dann haben wir den Simon, der das alles ein bisschen überwachen soll. Dann haben wir Zoe mit ihrem Laptop über den Block. Oh, der Simon sieht richtig creepy aus. Ja, das ist so ein Typ, den stellt man sich auf so einer Expedition als so Gegenspieler vor, die ganze Zeit nur am Motzen ist. Weißt du, Leute retten, nein, es geht ums Projekt, es geht um Geld. Mhm, genau. Die Archäologin. Ich höre nochmal Zoe. Zoe. Simon. Also eigentlich haben wir jetzt keine Braut drinne, ne? Eigentlich müssen wir noch eine Frau reinhaben, einfach für die Teamdynamik auch. Dann könnte man mal gucken, also um die Hülle zu reparieren, Kirsten. Das könnte vielleicht wichtig sein. Das ist nicht schlecht. Der andere hat allerdings schon so ein Shuttle Repair. Also wir können, also dann bleiben wir sehr heile. Zoe, die Frauen für die Frauenquote. Aber das Zoe fürs Bloggen. Könnte sie berichten, ne? Wenn sie Internet hat. Im Weltall, geht das? Keine Ahnung. 3G. LTE, vielleicht geht das ja. I don't know. Zoe für die Frauenquote. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Zoe? Ist okay. Also ich hätte Zoe nicht gewählt, aber der Chat will Zoe. Zoe, ist in Ordnung. Wenn ihr Zoe wollt, dann wenn ihr sie Zoe sehen wollt, guck mal, blaue Haare, guck mal.
ist auch schön anzusehen. Ja, ja, alles gut, das ist alles gut. Wir haben unsere Crew für das Projekt Daedalus. Mhm. Und zu jeder Crew gehört natürlich auch ein Schiff. Ah ja, okay, das müssen wir auch aussuchen. Genau, das ist die ISS Ulysses oder Ulysses? Ulysses bestimmt. Ulysses. Benoit. Ulysses. Und wir könnten mehrere Schifftypen auswählen. Wir können auch die Endurance nehmen. Wir können die Discovery nehmen und ihr seht schon an den ganzen Balken, die sich verändern, das Schiff hat an sich Vor- und Nachteile. Ah ja, ich sehe schon. Die machen sich bemerkbar in der Stärke der Hülle, in der Größe des Tankes, der Sprungweite, wie weit wir springen können, dann Exotic Metatank, komme ich gleich nochmal. Hyperraumsprung oder so. Ganz genau. Mhm. Dann die Manöverfähigkeit und die Slots, die wir in dieses Schiff einbauen können, um weiter das All zu erkunden. Zusätzlich kommt dazu noch unser Inventar, unser Schiff-Ladeplatz. Ja, genau. Okay, da ist schon eine ganze Menge. Und die Discovery hat weniger Cargo Space, kann sehr, sehr weit springen, ist sehr, sehr manövrierfähig und kann viele Gadgets mit anbauen. Aber kein Platz, das ist ein kleiner, schneidiger Schnitten. Genau. Die Ulysses ist so ein Mischmasch aus allem. Mhm. Die hat so einmal Cargo Space fällt weg. Okay, wie dafür. Heißen die? Ulysses? Ulysses, ja. Und die anderen? Die andere, Ulysses, das war die Endurance. Und? Und die Discovery. Ich bin immer mit der Ulysses sehr, sehr gut geflogen. Mhm. Wobei ich zugeben muss, einen anderen Typ habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ich bin auch immer so der Mitteltyp, ganz ehrlich. Bin ich immer gewesen. Genau. Immer gesagt, okay, damit machst du nichts falsch. Und jetzt kannst du die Farben auch noch anpassen? Wir können die Farben sogar auch noch anpassen. Wir haben jetzt hier noch ein paar stylische Farben. Spacey. Wir können Flagge bekennen im Weltraum. Cool. Das ist eine coole Farbe. Auf der anderen Seite wollen wir vielleicht ja, weiß ich auch nicht, Nerdster-Farben auswählen. Moment, haben wir denn sowas? Können wir gucken. Oh Gott. Nee, das ist schlimm. Ja, es kommt dem schon ein bisschen entgegen. Aber as close as it gets, wie man so schön sagt. Ja. Nerdstar-Blau. Nerdstar-Blau. Ulysses. Das ist wieder ein bisschen zu... Ach, die ist gelb. Zu overpowered. Das ist auch nicht ganz fake. Das ist am ehesten, aber das ist auch nicht, vor allem auch nicht hässlich, ne? Ja, das geht sogar noch. Ist auch schön, wenn es nicht hässlich ist, das wäre schon schön. Es gibt da so ein Pokémon, was so ähnlich diese Farben hat. Das steht auf zwei Beinen, sieht aus wie so ein Fuchs. Ich komme aber nicht auf den Namen gerade. Ich habe nur dieses Bild im Kopf. Ich hätte weiß jetzt nicht gedacht, das höchstens Woingenau ist ja auch so ein ähnlich. Oder vielleicht treffen wir einen Woingenau im All. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay, also ich wäre damit cool. Seid ihr auch cool mit der Ulysses? Dann nehmen wir die. Ich mag das. Sehr gut. So, und neben dem Schiff brauchen wir natürlich auch einen Lander, also ein kleines Außenvehikel, mit dem wir Planeten erkunden können. Okay, das ist jetzt der Shuttle, der repariert werden kann von dem Kollegen, ja? Ganz genau. Alles klar. Wir haben die SIV, also die heißen alle SIV. Wir haben die Serenity, das ist das Standardmodul. Dann haben wir den Pathfinder und die Odyssey. Mhm. Und auch die unterscheiden sich wieder in der Hüllenstärke, in dem Tank und der Drill Efficiency, der Bohrstärke. Der Probe ist, glaube ich, Probe, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Probe ist eine Drohne irgendwie. Ja, irgendwie sowas, ne? Oder zum Abziehen irgendwie sowas. Es gibt ja auch mehr als nur die Möglichkeit zu bohren, so viel darf ich vorwegnehmen. Und auch hier wieder die Device-Slots, die wir draufpacken können. Jedes Schiff ist modulfähig. Und auch hier wieder, ja, das ist wieder das gute Mittelmaß, die Serenity. Wobei der Pathfinder ist... Der kann viel, der kann Also ich lange. Habe gerade gesagt, ich fand den jetzt gerade relativ sympathisch. Die Serenity? Nee, den Pathfinder. Den Pathfinder, der sieht auch schnittig aus. Drill Efficiency, nicht so... Ja, das ist wieder so... Hat die Hüllenstärke. Hat nicht so eine starke Hülle, da habe ich Schiss vor. Wir müssen gut fliegen mit der Hüllenstärke. Wir dürfen nicht so verschleißmäßig damit umgehen. Es ist ein Verbrauchsgegenstand. Ich meine, dafür können wir die Hülle ja immer wieder reparieren, oder? Wenn wir jetzt wir haben ja den. Dann den können wir Merkel ruhig einen drin. Nehmen, der. Genau. Aber er drillt nicht gut. Wie sieht es denn bei den anderen mit dem Cargo Space aus? Mhm. Ja, das ist so mittel. Aber auch mehr. Die Serenity ist gut bestückt. Die ist, insgesamt sieht es aus, als hätte die mehr Punkte, ne? Die hat eine gute Hülle. Die hat 6, 7. Warte, ich zähle mal gerade die frei sind. Ja. Ich ziehe 7, hier sind 7 frei. Machen wir mal. Guck mal, hier sind insgesamt 12 frei. Ah, und da sind auch richtig viele frei. Sind auch 12 frei. Dann nehmen wir doch die. Wir gehen nach dem Maximalprinzip und hauen uns einfach voll.
auf jeden Fall. Wenn dir nichts extra kostet oder so. Genau. Kostet doch gleich viel, ne? Denkt ihr auch? Geht das klar? Serenity? Ich denke das. Ich höre einmal Serenity, ich höre Odyssey. Und wir haben Serenity, Pathfinder. Also ja, komm, Serenity ist gut. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein Schiff, wo wir alle drei andocken können. Wer weiß. Genau. Ja. Haben wir unser Schiff und unseren Lander, können wir weitermachen mit einem Seed, den wir eingeben können. Das kann von Zahlen und Buchstaben bis hin zu seltsamen Wörtern sein, wie hier zum Beispiel Firefly. Ah. Damit wird einfach nur ein Code eingegeben, was im Universum vorkommt. An Aliens, an Planeten, an Gegebenheiten. Also mein Ah, okay, sweet. Aber das ist auch tatsächlich dann so, dass man mit dem Code, mit dem gleichen Code, das auch regenerieren, also wiederherstellen kann. Man könnte kann, es regenerieren. Weiß schon, also wieder nochmal. Man könnte genau da schon anfangen, wenn einem der Start gut gefallen hat und gesagt hat, ey, da kann man ziemlich viel gut abfarmen und man schafft das Spiel nicht ganz und will aber nochmal in diese coole Gegend, dann sollte man sich den Code vorher gemerkt haben. Voidstone Studio schlägt vor Weltraumschrott. Grüß dich erstmal. Moin. Echt erkennt echt. Nerds da. Kann doch nur ein gutes Universum sein, oder? Okay, lass uns das Nerds da. Guck mal, sagen wir es. Nerds da TV. Na, also wenn das, ja, okay, wenn das kein super... Brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ist entschieden. Wir starten unsere Mission. Ja. Da unten haben wir jetzt nochmal alles zusammen aufgelistet. Unser Team, unser Schiff, die Sachen, die wir an Bord haben. Wir können aussuchen zwischen dem Erkunden und dem Rogue-Mode. Wir wollen aber nur den Explorer-Mode machen. Wir wollen wirklich nur erforschen. Wir wollen das Spiel in seiner Grundform genießen und auch natürlich lernen. Deswegen starten wir from the bottom. Wo wäre der Unterschied ungefähr? Der Explorer-Mode, glaube ich, da kann ich mich jetzt aber jetzt nicht auf Fakten beziehen, hat, glaube ich, nur etwas damit zu tun, dass man von zurück zur Erde kommt. Aha. Das heißt also, es geht wirklich nur darum, ab zur Erde zurück, zwischendurch was erkunden, Sachen sammeln etc. Also man ist nicht komplett am Sack dann, ja? Draufgeschissen. Aha, okay. Start from Earth, learn the basics. Learn genau how to pilot the ship and lander, launch from Earth, fuel up on Mars and embark on humanity's first jump to Alpha Centauri. Genau. Wir haben eine Mission, wir müssen Öl, wir müssen Benzin nachfüllen auf dem Mars. Mhm. Wir sind sowas wie, ja. Geil, dass, also die Menschen oder wer auch immer, ja, die Menschen haben auf jeden Fall beim Mars eine kleine Zwischenstation eingerichtet. Ja, inzwischen, genau, so weit sind wir schon. Wenn man es auf eine Zeit einschwören würde, würde ich jetzt vielleicht 2040. Meinst du? Nicht? Ja, also. Schätzt du, dass wir 2040 beim Mars eine Station haben? Ich garantiere dir, in 20 Jahren sind wir so weit, dass wir auf dem Mars spazieren gehen können. So, an der Stelle, kann das bitte einer aufschreiben? Ich würde ihn gerne anrufen. 2040. Genau. Dann kann ich zurückgehen und dann muss ich mich wahrscheinlich auch für diese Bordmission melden. Und wir treffen uns auf dem Mars. Alles klar. Gut. Okay, und start after the jump. Genau, das lost, ist... Lost, injured, alone, with a damaged ship and a mysterious device from an alien sphere, the Daedalus 7 crew begins the ultimate space adventure. Genau. Wir greifen im Spiel sozusagen ein bisschen vor, wir überspringen das Tutorial, wissen aber auch nicht, warum ist das alles passiert. Aha, okay. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die Basics mit rein. Okay, man kann also einfach ein bisschen später starten, wenn man es schon mal gemacht hat, sozusagen. Ganz genau. Alles klar. Ganz genau. Gut, cool, nice. Ich würde sagen, lift off. Kaiserslin, hoi. Quests sind für Anfänger. Ja, wir ziehen einfach durch. Ich klicke. Ladeschnecke. Also, losfliegen. Wir können einen Booster, also unsere Schubkraft von dem Lander benutzen, um ins All zu fliegen. Wir haben jetzt hier unseren Countdown, zählt mit uns. 5, 4, 3, 2, 1 und go! Wir gehen ab und dürfen jetzt mit dem Lander die Atmosphäre verlassen. Und sobald diese kleine Linie kam, sind wir nun im All. Das war die Atmosphäre, ja? Das war die Atmosphäre. Die Erdhülle. Nice. Okay. Wir docken an unsere Ulysses und sind jetzt hier in einem Bildschirm, den wir sehr oft sehen werden, und zwar im Atmosphärenbildschirm. Wir können unseren Planeten sehen, den wir gerade umrunden. In dem Fall ist das hier die Erde, wo ein paar sehr interessante und auch sehr, sehr wichtige Infos zu finden sind. Man muss dazu sagen, wenn wirklich eine Mission prophezeit wird mit tödlich oder schwer, ja, nicht landen. Absolut nicht landen. Alles klar. Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Also die Erdmission scheint, wie es dort steht, harmlos zu sein. Oberfläche ist flüssig. Interessant, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir was... Über 70%? 80 sogar? Oder 80 sogar, ich weiß nicht. Ich dachte, es wären 70. Ja, so um den Dreh. Viel jedenfalls. Ja.
Durchschnittliche Erdanziehungskraft oder Gravitation. Die Temperatur mittlere ist Temperatur. Temperiert. temperiert, ja. Convection. Keine Ahnung, sagt gar nichts. Ich muss gerade mal überlegen. Convection ist, glaube ich, irgendwas. Atmosphäre. Zu tun. Mittel. Keine schlimmeren Naturkatastrophen. Genau. Lebensformen Menschen. Strukturen. Energy Readings. Okay. Ja. Okay. Das heißt also, auf dem Planeten zu finden ist viel an Eisen. Das ist das Metall auf diesem Planeten und Hydrogen als Gas, was wir für unser Schiff beides brauchen, sowohl Eisen als auch Hydrogen, aber nicht auf der Erde, würde ich mal sagen. Wir können jetzt hier sehen, die meisten haben es vermutlich schon gesehen, der kleine Pfeil hier passt sich dem an, wie ich hier die Maus bewege. Und dieses System, womit sich dieses Schiff gerade um diesen Planeten herum friemelt, ist ganz entscheidend für die Fortbewegung in The Long Journey Home. Ich kann das eben kurz demonstrieren. Ich kann mit W, ich weiß nicht, man kann das unten rechts nicht sehen. Wir haben noch eine Leiste, wo wir Sachen mit einstellen können. Wir können uns die Map aufzeigen lassen mit W. Da sehen wir unser Sonnensystem. Sehr, sehr schön. Genau, da sitzen wir jetzt gerade vor. Genau. Wir können auch uns den Planeten angucken, die einzelnen, die wir haben. Jetzt gucke ich gerade mal Sol, Yellow Dwarf. Genau. Sol, so heißt, glaube ich, unsere Sonne in der Aliensprache wahrscheinlich. Und gelber Zwerg, das ist halt unsere Sonne. Das ist auch wirklich. Wir haben eine sehr kleine Sonne. Genau. Ja, das ist aber, hat irgendwer auch schon mal so gesagt. Haben es wir tatsächlich in unserem Sonnensystem unsere Sonne, die genau. uns ja so groß und mächtig erscheint, ist, glaube ich, tatsächlich eine Wurst im Vergleich zu den anderen Sonnen in dieser Welt. Die werden wir natürlich auch sehen. Das ist natürlich. Ich bin gespannt. Gibt eine ganze Menge.